Hey Leute, ich bin's wieder, Drachencharo mit LP hinten ran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Beim letzten Mal sind wir in Düsterdorf angekommen und, naja, das Dorf leidet unter einem schrecklichen Fluch. Sehr schön. So. Nicht nur das. Wir haben sogar eine weitere schwarze Truhe gefunden, die uns diesmal aber ganz, ganz nett versprochen hat, dass sie uns nicht verflucht, sondern uns eine coole Fähigkeit gibt. Also schauen wir mal, ob die Wahrheit sagt oder nicht. Oh, du machst die Kiste auf. Oh, vielen, vielen Dank. There you go. Du Tor. Ja, du hattest wohl gedacht, du freist eine Prinzessin oder sowas. Aber nein. Und wie versprochen, kommt jetzt mein fürchterlicher Fluch. Mein Fluch ist schrecklich. Dein Körper rollt sich zusammen und kugelt herum. So sei denn verflucht. Damit bist du verflucht, selber schuld. Sobald der Fluch wirkt, wirst du nicht mehr laufen können. Ein köstliches Vergnügen. Und jetzt zeig mir deine gepeinigte Gestalt. Halte ZR gedrückt und drehe dann L mehrmals. Was für eine Witzfigur. Du kannst jetzt nur noch lächerlich herumkullern. Lass mich dich in dieser absurden vom Rumkul ansehen, wie einen alten, fortgeworfenen Fahrschein. Wenn du B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merk dir das. Nun sag mir, hast du deinen kugelrunden Fluch verstanden? Ja, verstanden. Und nun, lebe wohl, du Narr. Oh, ich muss mich noch kurz umsetzen, tja, ne? Ich finde es schön, dass bei der ersten Kiste noch ein Kommentar kam. Jetzt bei der dritten war es so, ja, ja. Wieder so einer. Gut, es ist lagerendlich offen. Ich nehme dir alles, was dir gefällt. Ich denke, es ist ein guter Tausch, wenn ich dafür meinen Mann zurückkriege. Sich Ärger bringt nichts und ich kann jetzt alle Vorbereitungen treffen, den Laden zu erneut zu öffnen. Ach, wenn nur mein Mann wieder der Alte wäre, um mir im Laden zu helfen. Aber machst du den Laden wieder auf? Ich glaube, das hat sie sonst nie gesagt. Nö. Kann ich Sachen bei dir lagern jetzt, oder? Nee. Okay. Gut. Dann halt nicht. Das Rad! Rohlingen heute. Heute Mittag kam es aufgrund eines Ereignisses zu Störungen im Fahrplan des Glimmerliners. Um ein Foto des Zuges zu machen, durchbrach der junge Lucky Tone 18 die Absperrung am Gleis. Der Zug musste deshalb vor dem Bahnhof warten. Ich verstehe alle, die Züge mögen. Aber man darf den Betrieb doch nicht so einfach stören. So die Aussage des Fahrdienstleiters. Dem jungen Lucky Tone wurden nach dem Vorfall gründlich die Leviten gelesen. Shopping-Detektiv. Der Souvenirshop von Falkenheim. Hier spürt man deutlich die Konkurrenz des Hotdog-Standes. Manche Gäste bemerken den Souvenirshop gar nicht mehr. Verliert der Traditionsbetrieb seine Kunden? Der Kommentar des Besitzers? Hotdogs? Schreckliches Zeug. Das ist weder lecker noch gesund. Aber irgendwann werden die Leute das schon merken. Rezepte-Ecke. Heute auf dem Speiseplan Supersoda. Einfach Honigsirup in den Mixer, bis er klar wird, kühlen, fertig. Macht fit und hält fit. Zum Schluss. RAD. Mit jeder Ausgabe werden wir besser. Freu dich auf unsere nächste Mail. Herausgeberredaktion, Förderverein Rohlingen. Ja, schön. Ach, ich liebe das RAD. Ja gut, jetzt wo wir herumkullern können, können wir natürlich auch weiter. Und ich merke, dass ich Tor doch hätte mein Wasser vorher auffüllen sollen. Jetzt stehe ich hier wasserlos und einfach gar nichts mehr. Na, ich hoffe einfach, dass ich nicht lustig werde.
Waren das immer jeweils drei Boombas? Gewesen sein. Also wenn ich jetzt Erdbeben mache, baue ich einen um und die anderen zwei kann man dann direkt mit einem Sprung platt machen. Gut. Sehr gut, dann scannen wir doch den einen. Sehr nett, sehr nett. Dass das endlich mal funktioniert. Der Hyper-Boomer. Das ist ein Hyper-Goomba. Das sind, also hyperstarke Goombas. Max KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Du solltest dich schnell erledigen, bevor es soweit kommt. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Ja, wartet Juno nicht. Oh, der greift uns auch so an. Also ich liebe die hinter den Kulissen Scheigeis, die das quasi reparieren. Die sind schon irgendwie herzig, ne? So. Unk. Unk. Technik, Kopfnuss. Ach, Leute. Das hat jetzt sogar ein besonderes Geräusch. Ohoho. Na, die Sternpunkte will ich halt auf jeden Fall mitnehmen. Das muss natürlich sein. Nein, ich brauche keinen Buhlaken. Ich habe schon genug von denen. So. Aber ich glaube, den einen können wir sicher. Ich soll auch lieber eine ganzen BP verbratzeln. Also Erdbeben wäre natürlich sexy. Und dann zwei raus. In der nächsten Runde können wir den auch so platt machen. Ja, komm, wir haben ja noch. BP auffüllende Items. Und sobald wir ein Level Up haben. Oh, schade. Yay! Kriegen wir unsere BP auch zurück. Ja, vielleicht beim nächsten Level Up noch mal BP dazu. Wäre sicher nicht schlecht. Gut. Ach, Leute. Ich hab letztens. Also, ich weiß nicht, ob wir. Euch dessen bewusst seid. Aber wir Paläontologen, wir haben meistens immer irgendwie so ein Lieblingstier oder irgendwas Lieblingsding, womit wir uns beschäftigen. Und was die meisten Paläontologen auch machen? Ein Frosthauch. Ja, den will ich aber mitnehmen. Ich esse dafür ein Honigsirup. Komm. Sehr gut. Nice. Und dann, was dann halt mega lustig ist, ja, wie komme ich jetzt auf das Thema, ist halt, dass wir auch gerne Tierfiguren sammeln. Jetzt zum Beispiel. Jetzt hatte ich den Controller nicht in der Hand. Ah! Okay, aha. Wie machen wir das ein bisschen? Ja, eine Attacke. Und dann ein Eid. Klingt doch gut. Letztens war ich halt in einem Laden. Im Franz Karl Weber. Das ist für alle, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind oder wohnhaft sind. Das ist oder war so ein alter Traditionsladen mit Spielwaren. Zuerst haben sie erst mit so Plüschis, Steif und so, Holzfigürchen, so Kram angefangen und dann gibt es alles andere, alles mögliche Boardgames, Puzzles, etc. Auch zum Teil Karten, Videokarten und so weiter und so fort. Pokémon-Karten. Modell, Autos. So, gut. Der wurde aber verkauft an Müller. Ich glaube, Müller ist eine deutsche Firma. Da gibt es Kosmetikgedöns und so. Und tschüss. Und jetzt schließen halt viele Filialen oder werden halt zu Müller-Filialen. Das heißt, ja, Franz Karl Weber geht zu Ende, eine Ära geht zu Ende. Und ich habe noch andere Gedanken dazu. Auf jeden Fall war ich eben Franz Karl Weber. Und die hatten da 50% auf alles, weil alles muss raus. Und dort habe ich in der Schleichtierabteilung, eben für die. Seit wann ist denn hier ein Speicherblock? Das ist der Düsterweg. Und da drüben sieht man auch schon den Wald. Die Leute aus dem Dorf sammeln diesen Wald Kräuter. Unglaublich, oder?
Oh nein, ich hätte nicht Angst, in diesen düsteren Wald zu gehen. Das ist fair. So. Ja, oder? Aha. Und dann nehmen wir wieder Umbrina, weil es kommen noch ein paar Gegner, die wir scannen müssen. Ein herrlicher Sternensplitter. Den hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf. Ja, Schleichtiere. Ebenso Plastiktiere. Machen auch viele Plastikpferde, Plastikfarmtiere und auch Fabelwesen und so. Und da habe ich so einen Schleich-Spinosaurus gefunden. Die sind halt relativ große Figuren, sind teuer und die Schleichtiere sind halt eher teuer. Und ich musste dann aber sagen, 50% musste ich mir den dann endlich mal gönnen, weil den habe ich mir schon so oft immer angeguckt. Weil das auch relativ akkurat mit den Findings von 2018. Ja gut. Wer den Spinosaurus nicht kennt. Der Spino, das ist ein Theropode, also zu der Familie Inus. Ich war immer schlecht. Also gehört auf jeden Fall zu den Theropoden, also fleischfressende Dinos, verwandt mit Allosaurus, T-Rex, Velociraptor und modernen Vögeln, modernen Dinos. Ja, ich erzähle doch gerade was über Dinosaurier. Halt den Rand. Du kulturloser Kruzione. So, Scanner. Und der Spinosaurus sorgt eigentlich jedes Jahr für Aufruhr. Das ist eine Suselusel. Diese Biester sehen zwar süß aus, sind aber sehr lästig. Max KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Besonders hüten musst du dich vor ihrem Wiegenlied. Es wirkt sehr einschläfernd. Gelingt dir die Verteidigung, schließt du nicht ein. Suselusels fliehen, bevor ihr in die KP ausgehen. Erledige sie also schnell. Flüchtest du oder singst du? Oh, sie haben ihr Lied so hässlich gemacht. Oh nein! Sie sind voll das süße Lied. Sorry. Suseldusel-Downgrade des Jahres. Das Blöde ist, dass der Holotyp, also das erste Skelett, der erste fossile Fund, durch den ein Tier benannt wird, der wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Und das war ein relativ komplettes Skelett vom Spinosaurus aegypticus. Gefunden in Ägypten, wie der Name verrät. Und das ist natürlich ein bisschen peinlich, denn wenn es den Holotyp nicht mehr gibt, wird es schwierig, weil man darf in der Paläontologie nicht einfach sagen, das ist jetzt ein neuer Holotyp. Das ist verboten. Es gibt viele Regeln. Okay. Das, Leute, nenne ich aber nicht sexy. Weißt du, was wir da machen? Wir benutzen einen Eishauch und dann... Sehr schön. Also die anderen zwei hast du eingefroren. Dann können wir auf jeden Fall sicher eine Suseldusel aus dem Verkehr ziehen. Supi. Und die flüchtet wahrscheinlich jetzt, weil sie zu viel... Oder? Nice, das Blocken von dem Lied ist aber einfacher geworden. So. Und eben weil der Holotyp weg ist und auch so ein bisschen das irgendwas Lustiges da natürlich mit den ganzen Papers und so passiert ist. Zum Teil, ich habe ja für meine Masterarbeit musste ich ja eine Revision des ganzen Materials zu einem Tier namens Cephoderma alpinum. Das ist ja so ein Meeresreptil aus dem Trias. Trias, Jura. Ja, Triassic Weirdos. Ja, Triassic Weirdos. Ich musste gerade wirklich überlegen. Ups. Revision dazu machen. Und teils haben die alten Papers, die beschreiben zwar irgendwie ein Fossil und geben dann die Typusnummer an. Aber früher hat man oftmals keine Illustrationen oder Bilder von diesen Sachen reingetan. Und bis man dann anhand der Typusnummer zum Teil die Sachen findet, die dann in irgendwelchen italienischen Papers, im Fall vom Cephoderma alpinum, irgendwo mega versteckt sind und zum Teil die Nummern gar nicht miteinander übereinstimmen, wird es schwierig. Und jetzt stelle ich vor, es gab viele Descriptions zum Holotypen, da ist ein Orden drin, haben
Hammerwurf. Ja. Oh, umgeht Verteidigung. Cool. Oh nein. Ein neuer Gegner. Dann mache ich da mal direkt eine Stampfattacke auf die Dame. Sehr gut. Ne? Also ich habe mich selbst nie mit Spinosaurus beschäftigt. Ich finde das einfach cool und lese ab und an die Paper, die so dazu auskommen. Auf jeden Fall ist das dann halt alles natürlich ein bisschen sehr deprimierend. Das ist ein Hyperkirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Max KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 9. Harte Gegner, die sich aufladen können. Wirklich ziemlich fiese Biester. Es wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren könntest. Sonst solltest du vielleicht Items einsetzen oder einfach fliehen. Das mit der Konter, das der Dialog ist neu. Ja, Konter. Ich müsste mal Konter ausprobieren. Ich mache das ungern, wenn man dann einfach den neuen Schaden abbekommt, aber... Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber... Ja, ja. Das Erdbeben auf unserer Seite. Und tschüss. Platt gemacht. Ja, da wird noch ein bisschen mehr Sternpunkte. So, ein bisschen die Backstory zu Spinosaurus. Und jedes Jahr kommt dann irgendein neues Paper raus. Das war 2018, das war relativ tragend, weil da wurde ein bisschen der Körperbau und die Fortbewegung von Spinosaurus ein bisschen, ja, auf den Kopf gestellt. Weil wer von euch vielleicht die Jurassic Park 3, glaube ich, geschaut hat, da sah der Spinosaurus eigentlich so ein bisschen aus wie so ein T-Rex, also auf zwei Beinen laufend, mit also lange Hinterbeine und einfach mit dem Segel auf dem Rücken und halt die längere Schnauze. Und mittlerweile geht man eigentlich davon aus, dass die Hinterbeine und die Vorderbeine relativ ähnlich lang waren und dass das Segel ein bisschen anders aussah und dass vor allem der Schwanz flacher, länger war und beim Schwimmen geholfen, wahrscheinlich so sicher geholfen hat. Und dann kommt natürlich der Streit, ist das jetzt aquatisch, ist es ein Landtier, etc., etc., also ein bisschen... zu schwer zum Verschieben. Aber schau mal eine an. Plunk. Das Loch haben sie jetzt auch wie nicht mal ganz in die Mitte gestellt, sondern ein bisschen zur Seite, dass man da nicht direkt immer reinplumpst. Auch nicht schlecht. Und ja, also ich finde es halt unterhaltsam. Eben, man darf Paper nicht immer zu 100% vollnehmen. Es ist immer noch einfach meistens Theorien, die... Ja. Falsifizieren oder... annehmen kann, dass sie... bis man sie falsifiziert, so der momentane Stand der Wissenschaft sind. So. Und so habe ich dann eben... einen meiner Lieblingstheropoden. Der Nicht-Vogel-Dinosaurier im Franz Karl Weber Ausverkauf finden können. So. Und ja, ich hab. Ja. Gut. Und tschüss. Ja. Jetzt hab ich das schöne Stück hier vorne. Ich finde den mega cool. Es gibt noch ein Spinosaurus-Modell von Papo, das hatte ich mal. Aber das hat halt. Plastik kann manchmal, vor allem das Coating von Plastik kann manchmal richtig klebrig werden. Die Spukabtei. Das muss die Spukabtei sein, wo dieser Geist wohnt. Irgendwie unheimlich hier. Wir sollten schnellstens das Steinjuwel finden. Oh je. Gut. Sieht aber sehr schick aus. Oh, okay, die Musik ist ja richtig creepy geworden. Ui, ui, ui. So. Genau, also das musste ich halt vorschmeißen. Das will ich mal wiederholen. Es ist zwar nicht akkurat, es ist ja wieder Jurassic Park 3 Spino, aber ich habe den mal als Geschenk von meinem Dad bekommen.
Aber eben, weil das Plastik halt sich sehr stark degradiert hatte, musste der leider fort. Ja, so. Kurze Geschichte zu Spinosaurus. falls Experten in der im Publikum sitzen und ihr irgendwelche Papers habt, die gerade mega spannend sind, ne? I'm all ears. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal in die Spukabtei hineingehen und schauen, was dort so auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif.